Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages von Mittel und Gewinter. Heute der Namenwitz. Moment. Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages, wie fast jeden Tag. Heute der Namenwitz, und zwar ist der, oh, vertan, ist der auch von Holocaust. Und der Namenwitz, der geht so, kommt einer zum Standesbeamten und sagt, ich hätte gern einen anderen Namen. Und da fragt der Standesbeamte, das geht aber nur in Ausnahmefällen. Wie heißen Sie denn? Ja, ich heiße Walter Stinkbombengetöse. Auf der Standesbeamte, ja, okay, das ist ja ein wirklich schlimmer Name. Ich glaube, da können wir was machen. Wie möchten Sie denn heißen? Ja, Frank Stinkbombengetöse. Kommt ein Standesbeamten zum Standesamt und sagt, dass er einen Namen ändern will. Auf der Standesbeamte, das geht aber nur in Ausnahmefällen. Wie heißen Sie denn? Ja, ich heiße Walter Stinkbombengetöse. Auf der Standesbeamte, ja, das ist ein schlimmer Name. Ich glaube, dass wir das machen können. Wie möchten Sie denn heißen? Ja, Frank Stinkbombengetöse. Und Erklärung, der will seinen Namen geändert haben und der hieß zuerst Frank. Dann den Walter Stinkbombengetöse und diesen schlimmen Namen, Nachnamen wieder nicht geändert hat, nur den Vornamen. Und dann, erst ist er Walter und dann will er Frank heißen. Das ist der große Witz dabei. Okay, ciao, Kakao und bitte abonnieren.